Ich liebe Käse, ich habe es auch in der Lehre damals gemacht, aber nicht in dem Ausmaß wie jetzt bei Edeka Balsch. Also wir machen unsere ganze Frischkäse selber. Das kommt auch gut bei den Kunden an, mit schön ausdekorieren. Und ja, ich mag eigentlich alle, ich habe schon alle durchprobiert. Wir machen zum Beispiel auch unsere ganze Spieße oder jetzt auch die Torten sind Highlights bei uns in Leonberg. Und wenn man aber die Spezies, was wir für Käse machen, nun dann die Fleischtheke tun, dann läuft's. Also da gibt's jetzt nicht irgendwie, das ist meins und deins oder sonst irgendwas, da sind wir schon ein Team. Mittlerweile dürfen wir wieder verkostigen und dann wollen auch die Kunden echt gerne probieren. Das macht einfach mehr Spaß, weil das Einkaufen oder auch das Verkaufen, besser gesagt, mehr Spaß macht, dass man dann halt sieht, man hat Erfolg und die Kunden sind auch bereit, wieder mehr auszugeben dadurch, wenn sie verkosten dürfen. Wir sind so ein cooles Team, wo wir einfach das miteinander auch zusammen erleben dürfen. Ich habe den Anton, das ist ein schön kräftiger Käse, der ist 6 Monate gereift und ja, der hat diese Kristalle und ich finde es so richtig gut, wenn dieser Geschmack einfach da ist, wo dann so ein bisschen bitzelt.